Hallöchen, wir gehen langsam, aber sicher auf die 100 zu. Das sage ich immer häufiger, weil es immer näher dran ist. Ne? Noch zweimal, dann ist es die 100. Ja. Und wie immer gibt es natürlich am Anfang das Intro. Revengers Liste. Okay. So. Was gibt's denn heute? Natürlich das erste Silberbündel zu Destiny 2. Dafür muss ich ja nichts sagen. Ingame-Währung. Wir gucken ganz kurz an, ob sie sich da Mühe gegeben haben. Ja, genau das. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Jetzt wollen die einen verarschen und verheimlichen es noch nicht mal so richtig. Das ist also echt 8 Sekunden lang so ein doofer Tanz, ne? Kann ja wohl nicht sein. Silberbündel, Ingame-Währung. Wer es mag, Destiny scheint ganz okay zu sein. Bei mir hat es verkackt, deswegen zu Destiny haben wir schon so viel gesagt. Also machen wir einfach mal weiter. So. Trans-Siberian Railway Simulator. Es geht natürlich wie immer weiter mit Playway. Was soll es auch sonst sein? Wir haben wahrscheinlich ja einen normalen Playway. Hatten wir das nicht? Preis 15,11 Euro. Müssen wir reingucken. Ne? Deutsches unterstützt mit Oberfläche und Untertitel. Ton ist russisch, weil das ja stilecht ist. Es ist ja die transsibirische. Ne? Genau, so. Ich glaube auch irgendwie. Oder es gibt verschiedene ähnliche, weil er kommt mir so bekannt dann auch wieder nicht vor. War das immer der? Na gut, Züge haben wir sowieso immer. Was haben wir denn? Ja, haben wir eigentlich alles Early Access? Wir gucken rein. Doch, den haben wir schon gesehen. Ja, die Musik, klar. Weiter, was ist denn los? Und als nächstes, Revenger. Du lässt doch jetzt nicht auf die letzten Strecken so ein bisschen nach, oder? Weil erst Ingame-Werbung, dann was wir schon hatten und jetzt ein größtenteils negatives Spiel, A Twisted Path to Renown, MMO, Englisch, ja, Extraction Shooter, Amerika Western. Das sieht echt mies aus, ne? Warum? Aber warte mal. Unterbelichtet Amerika. Kommt mir auch bekannt vor, oder? Nee. Oder? Game Labs habe ich doch schon mal nachgeguckt. Ja, genau, sowas spiele ich natürlich, ne? Obwohl, doch, ich habe ja dieses Western-Spiel mir geschnappt. In dem Bundle, wo ich heute einen Bundle-Test auch gemacht habe. Vielleicht deshalb, ne? Also brauchen wir nichts dazu sagen. Es ist wohl sehr schlecht und es ist ein MMO und Game Labs ist, ja, ne? Es ist nur dieses Spiel, oder? Nee, die haben schon mehr gemacht. Ach doch, Ultimate General Gettysburg, das sind die. Das hatten wir doch auch schon. Hä? Nächstes. Okay, Hotel Business Simulator. Die Hotelmates, das ist, Moment, das ist, ui. Ausgeglichen, Midnight Games, ich glaube, das ist kein Simulator in dem Sinne. Willkommen, Maestro der Gastfreundschaft. Tauchen Sie in einen Hotel-Business-Simulator, in dem Sie ein echtes Imperium erschaffen werden. Renovieren Sie Zimmer, gehen Sie auf die Wünsche der Gäste ein, legen Sie angemessene Preise fest und halten Sie tadellose Standards ein. Aber worum es jetzt wirklich geht, sieht man ja wohl hier und auch hier. Bin ich diese Maid? Ja, ist super. Einzelspieler kostet 9,59 Euro. Das Bundle, wo auch High on Life drin war, da war doch auch dieses Soulslinger. Genau, Soulslinger hieß es. Und du wolltest das Bundle ja nicht haben, ne? Und jetzt hast du noch weniger Grund, es zu kaufen. Ja. So. Aber der Bundle-Test, der kommt übermorgen. Müsste, glaube ich, ja. So, wir gucken mal.
wie viel wir von dem. Lass mich raten, man sieht. Na gut, es ist ganz, ganz typisch nochmal Playway-Style. I think we should prepare more rooms. The more guests, the more profit. Ach, gerne, gerne. Das war selbstverständlich, habe ich im Bundle-Test auch nochmal gesagt. Hallo! Aber man sieht die Maid nur ganz selten, oder? Ah, nee, da ist sie. Das ist so, sure so sind die nicht angekommen. Ist halt so ein Standard-Simulator mit ein bisschen Erotik, die man aber nicht wirklich mitbekommt und so weiter. Da. Kristalla. Als wieder Krieger gesegnet mit der Gabe von Kristalla, musst du die 6 magischen Disziplinen der heiligen Kristalla erlernen, um die Reihen der berüchtigten Raksaka-Kriegern beizutreten. Währenddessen versuchst du herauszufinden, was hinter dem schrecklichen Fluch liegt, der ganz... Ja. Ja. So, was ist das? Wieso läuft denn jetzt schon das... Keine Ahnung. Early Access Dark Fantasy positiv bewertet von sehr wenigen. Souls-like. Wow. Englisch 26,09 € spricht mich relativ wenig an. Ist das Einzelspieler? Ja. Wir haben es schon zu oft gesehen. Man sieht es ja beinahe täglich. Wo kommt das denn vor? Na egal. Ja, danke schön. So. Gucken wir ganz kurz mal, was dieser Astral Clock Tower. Ja, das dachte ich mir auch. So. Tiny Terry's Turbo Trip. Ah, Future of Play Direct. Gut, das nehmen wir auch noch. Wir haben heute ein bisschen was mehr. So. Terry will sich mit seinem neuen Auto in den Weltraum katapultieren. Wenn er etwas so Cooles und Rücksichtsloses tut, wird er sicherlich in allen Münden sein Renner fahren und gleitet durch die kleine Reise. Große Entdeckung, während Terry daran arbeitet, dieses Ziel zu erreichen. Sehr positiv von relativ vielen Leuten schon dafür, dass es so neu ist. So neu auch nicht, ist schon über eine Woche alt, ne? Naja, gut. Wir haben es auch Deutsch und Englisch und alles und Oberfläche Untertitel. Ja, 13,99 €. Wir gucken mal rein, was es ist. Entspannend, ja, Abenteuer. Mhm. Oh nee, nicht das schon wieder. Bum 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 ist neu. Was ist das? Mal schauen, was Snack Deck hat. Tiny Hike, das ist aber nicht das. Ich glaube. Ne, Wupo. Wupo war, glaube ich, ganz okay. Ja, gut, es ist entspannend, schön. Ja, ich muss es jetzt nicht haben. Nächstes.
Fields of Glory Kingdoms. Strategie, rundenbasierte Taktik, Kriegsspiel. Moment. Ach ja. Mhm. Was ist das? Teuer? Könnte Slytherin sein? Ist Slytherin. Okay, gut. Ich hätte es wissen müssen. Ja, muss sein. Genau. Politik, Religion, Krieg sind nicht ohne ein Erbe, das die Zeit überdauern kann. Führe eine beliebige Nation und verwandle sie in einen der fesselndsten Großstrategiespiele aller Zeiten in ein mächtiges Königreich. Also so. Ist das so? Machen wir das, ja? Englisch ist nicht, Deutsch ist nicht unterstützt. Alles auf Englisch oder Französisch oder Spanisch. Das Spanische Spanisch. Ja. Wir gucken rein. Field of Glory Kingdoms is the grand strategy game. Irgendwann installiere ich mal so ein Slytherin-Spiel. Dann spielen wir das. Ich habe ja doch schon ein paar. It spans over two centuries of rich history across Europe, Africa and the Middle East. Manage economy, diplomacy and warfare as you lead one of several hundred nations in a deeply immersive historical simulation. Field of Glory Kingdoms is a deep, historically accurate game with events and mechanics uniquely tailored to each nation. One of the most important features is the authority system. As a ruler, you'll need to maintain control over your realm. Your ability to keep your population and vassals in check is essential. Ach Gott, nee, komm, das gucken wir nicht ganz. Es sieht ja aus wie immer. Das ist halt eben, ich kann die Dinge auch gar nicht so richtig, ne? Also machen wir also für alle Strategie und so weiter. Slytherin macht ja nichts verkehrt. Für alle anderen Slytherin auf gar keinen Fall. So. Running. Was? Es ist ja noch... Wie viel soll ich denn heute noch gucken? Das wird lang. So, oh Gott. Serviere als Roboterkoch Sushi in Rolling Hills. Eine Lebenssituation, in der du ein eigenes Restaurant in einem gemütlichen Dorf leitest. Finde Freunde, kaufe Zutaten, arbeite im Laden und erweichere die Nachbarschaft, während du dein Handwerk perfektionierst. So, kostet 14,99. Sieht ganz süß aus. Deutsch ist unterstützt. Fupp. Ja klar, es ist ja diese Gaming-Show. Mit dem Fanatical Bundle haben wir ja schon was für das nächste Bundle-Test. Kompakt. Sushi. Ich war vor kurzem hier in Humble Games, echt? Mal geguckt, 14,99 Deutsch haben wir ja. Hm? Wir waren am Freitag, hatte ich so einen Teamtag, deswegen war ich ja so früh auch unterwegs. Und da waren wir in einem Sushi-Restaurant, also in einem japanischen Restaurant. Wow, das war toll. Sehr günstig und trotzdem so viel dabei. Sachen brauchen wir immer mal wieder. Gut, weiter. Das auch noch. Mhm. So, was ist das? Der Botical Rogue. Ein Action Rogue-like. Okay, kostet 14,24. Deutsch ist unterstützt. Größtenteils positiv von GD Studios. Ja, dachte ich mir. Irgendwie. Wir schauen. Hä? Er träumt vom Battle. Oh Gott, schon wieder so lange. Diese 80er-Jahre-Musik passt da nicht so gut. Ich denke, jeden Moment kommt die Frau mit diesem komischen Strampler und tanzt mit dem Stuhl und lässt sich irgendwie mit Wasser bespritzen. Und wieder Max. Nee, tut mir leid. Was daran diabolisch sein soll, weiß ich auch nicht. Das ist sehr basic.
Ach so, Absicht. Wie witzig. Weißt du, wenn man eine Internetverbindung hat, die ab und zu mal aussetzt, dann ist das kein guter Scherz. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, aber es ist halt ein Roguelike und. Es soll ja ein Scherz sein. Dachte ich mir. Muss es, genau. Tja. Ach ja, aber nichts für mich. So. Clickyland. Sieht nach Idle aus. Update, das habe ich gerade eben beim Gronk-Stream gesehen. Dieses Bananenspiel, was ich ja vor kurzem gezeigt habe, ne? Da ist es so, dass wenn man das Spiel spielt, kriegt man alle 3 Stunden, man muss pro 3 Stunden mindestens einmal klicken, bekommt man einen Skin als Drop. Und manche davon sind sehr, sehr selten und die werden dann im Steam Market, also der teuerste bis jetzt war 68 Euro. Ein kostenloses Spiel. Tja. So, einfach nur damit deine Banane besser aussieht. Clickland ist eine Mischung aus Tower Defense und Städtebauspiel. Habe ich ja noch nie gehört. In dem Klicks die wichtigste Ressource sind, um Rohstoffe abzubauen, Feinde zu bekämpfen, deine Stadt zu verwalten. Aber denke gut nach, denn pro Tag stehen dir nur 20 Klicks zur Verfügung. Hältst du 100 Tage durch? Okay, Idee ist gar nicht mal so schlecht. 5 Euro. Ja. 5 Euro Deutsch ist dabei. Das könnte sogar interessant sein. Clickyland is a tower defense village builder where you use clicks to harvest resources, fight enemies, and manage your village. For example, click a tree to get wood, click enemies to damage them, or click the Du fog klickst ja to wirklich reveal nur auf diese movement map. Banane. However, you only get a limited amount of Und clicks each wenn du day, einen Skin so hast, sieht make die Banane sure you halt construct anders aus. buildings that will let you use them more efficiently, such as quarries and lumber camps to mine resources, or fire stations that will automatically extinguish buildings. The enemies get too close Bis and your zu castle gets 80.000 destroyed. Spieler Don't worry, gleichzeitig. Ja? each run gives you points to spend in the shop. Buy new buildings and upgrades like Rapid Click to survive longer. Can you make it through the 5 seasons and reach day 100? Das waren noch zwei, ne? Das war Banana und das andere, da gab es noch eins. Was ist das jetzt? Okay, das Intro ist nicht so toll gewesen, aber ja, gute Idee, dass du ganz, ganz genau drauf achten musst, wie du deine 20 Klicks einsetzt, aber ja, jetzt auch nichts, wo ich schreie, das muss ich haben, ne? So, Northgard, habe ich nie gespielt, auch wenn ich es habe. Und da gibt es halt eben jetzt für 4,04 € ein neues DLC. Ja, das können wir einfach so angucken. Ist auch nicht so gut bewertet. Working late again, old friend. Yes. Visions have been keeping me awake lately. Nightmares from another time. Back when the Boer clan was different. Some of us used to see more value in death. Was an Potato? Ich weiß es Guided nicht by mehr. spirits, by pride, Ich muss gleich mal and gucken. lost strength. At that time, sons of the Boer clan were no healers of nature, just a ruthless pack devouring it. They sought many powers within their cursed rituals, wearing the cold skin of their victims as they became less and less human. I remember what your clan became. But when Fedrong died, his godless warriors were nothing but mere beasts scattered across Northgard. With no sense of strategy or craftsmanship. They are gone, Svan. The few remains of Fedrong's legacy 31 have survived Ragnarok. DLC. They harnessed its power and ended the gods themselves. Es ist ein DLC, ein weiterer Clan von Northgard. Können wir es damit lassen? Tour de France.
5 Nutzerrezensionen. 40 Euro, Narcon. Na komm. Ist so ähnlich wie Supermarkt-Simulator und Hausflipper. Das dachte ich mir eigentlich. Ich will gar nichts sagen, ne? Ja, Deutsch ist irgendwie unterstützt. Super, Französisch auch. Klar bei der Tour de France. Wir gucken rein. Oh mein Gott. Heute ist echt, machst es mir echt schwer. Ich habe gerade eben meinen beiden Katzen ihre Waldhirnsäckchen gegeben, zum ersten Mal nochmal seit knapp 2 Jahren. Alter Schwede, die sind beide so drauf wie 1000 Mann. Wenn es nicht extra für Katzenspielzeug wäre, würde ich sagen, das geht gar nicht, das sind Drogen, das darf man nicht. Aber die fühlen sich damit sehr wohl. Die sind nur noch am Rumrollen und mit diesem Ding am Spielen und total dahinter. Die gucken sie mich immer so irgendwie so an. Tja. Die mögen's. Ja gut, ne? Das wäre ja jetzt die Liste gewesen, wenn nicht Juni wäre und wir wirklich so dermaßen viele Sachen hier haben. Wir haben Indie FPS Summer Showcase. Geht bis zum 12. Juni. Necrovision habe ich mir mal in den Warenkorb gepackt, weil mir das noch gefehlt hat. Ich habe nur den zweiten Teil. Und 99 Cent kann man machen. Force Reboot habe ich dann schon nicht mehr genommen. Das war zwar auch sehr günstig, aber ich weiß nicht. Sagt ihr Force Reboot was? Du hast es nicht? Doch, normalerweise war auch nicht mehr. Das war's. Nee. So, Vapor Maze, Sentry. Ja, das sind halt eben, was genau, FPS, ja, Indie-FPS. Zum Balians. Viral ist sogar kostenlos spielbar, Slipgate. Double Label. Was? Entschuldigung. Wie heißt das Ding? Double Wii. Achso. Du Lewe. Ja, klar. Cruel. Ja, einige bekannte Sachen, die man kennt. Andere Sachen, die erst kommen. Keine Ahnung. Es sind halt eben so alle Schimanski. Savage Steel, das müsste ich mir mal. So, gut. Featured. Achso, da ist noch mehr. Slimpix. Ach Gott, Hilfe. Da ist jetzt in der Sache noch mal ein Arm, Gottes Willen. Ja, ich hab's, ja, genau, ja. Ich war nicht schneller, aber die Zeitverzögerung hat mich da gerettet. So, Turbo Overkill. Ich hab irgendwie alles, was interessant aussieht, hab ich schon. Flying Frags brauche ich nicht. Was? Es ist zu viel. Ich habe schon bei der Future Game Show so furchtbar viele Trailer gesehen. Ich weiß gar nichts mehr. Nur das, auf was ich dringend warte, das kam alles nicht. Ich wollte was zu Nivalis und was zu Wild Gentleman sehen. Naja. Boomer Shooters, ja gut, es ist eigentlich immer das Gleiche. Impaler, ja, da dürfte ich. Visotrim? Da haben wir das Demo gespielt, das relativ gut war. Oder ist das, war das, oder habe ich das in einem anderen Launcher? Wieso schon? Lass mal gucken. Nee, habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Ja, vergib mir, Vater. Ja, ich hab das irgendwie alles, was ich haben will. Genau, es war die Demo. Gut, ich habe es auch nicht ganz durchgekriegt, glaube ich. Ne? Naja, es war schwer irgendwann und schwer, ein bisschen grindy. So, High Octane. Nee, das sind alles die gleichen, nur in anderer Reihenfolge. Dann werden wir das mal wegmachen. Und dann
die Spielevorschau, da sehen wir doch Honeycomb habe ich schon. The Alters habe ich aus irgendwelchen Gründen auch schon auf der Wunschliste. Ich habe die alle auf dem. Ich kann mich nicht daran erinnern, die gemacht zu haben, aber es sieht so aus, als wollte ich das auch haben. Asuka auch. Rika auch. Doch, das habe ich schon länger, das weiß ich noch. So. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt schon wieder ist. Riven. Nicht schon wieder. Chocolate Factory hatten wir uns angeguckt. Once Human. Ja, das waren tolle Monster. The First Draft, ja, das ist halt eben das, was momentan auch in diesen Game-Shows läuft, ne? Edencraft, das Silkwood, ist da noch irgendwas, was es schon gibt? Nee, natürlich nicht, das ist ja Future, ne? Außer Flintlock, The Siege of Dawn. Aber auch nur vorbestellen. Ja, ist jetzt nicht so ergiebig, das läuft alles gerade. So, dann Future of Play. Achso, alles bald verfügbar? Ja klar, Future. Das ist sehr süß irgendwie. Ich mag das. Bald verfügbar. Irgendwas, wo ich sage, aha, da könnte auch jetzt mal Nivalis sein. Nein. Nein, kein Nivalis. Nein. Wohl. Nein. Müsste ja auch stehen, dass es im Warenkorb ist. Egal, also noch mehr Spielevorstellungen, das gibt's fast nicht mehr. Wholesome Direct, auch alles kommt. Ah, ne, hier. Das haben wir eben gesehen. Camero. Oh, Wholesome, schön bunt, ja. Pool. Ah, ja, Pool. Hast du Pool mitbekommen? Ich mach mal die Demo. Nicht die Demo, Quatsch, ich mach mal die. Ob es dir bekannt vorkommt. Vielleicht kommt dir das Prinzip bekannt vor. Ja, aber diesmal mit Billard. Voll. Aber im Prinzip ist es genau das gleiche, ja. Oh Gott, mich erschlägt die pure Menge. Alles wunderschöne Cozy Games, die wunderschön sind und ganz viel Spaß machen und ganz ohne Gewalt oder nur mit so lustiger Gewalt. Und alles kommt erst. Was ist. Guck mal hier, da. Traveler's Rest. Gut, das ist schon was älter, klar. Pool ist sehr günstig, aber das will ich jetzt auch nicht haben. Mir reicht ein. Na, eitler ist es ja nicht, aber mir reicht so ein Nebenbeispiel mit Fallout Shelter absolut raus. Absolut aus. Guck mal, wie viel ich. Ah. Aber ich will doch was ganz anderes. Jetzt guck mal hier, Future Game Show. Was haben wir denn da? Ja gut, das haben wir sowieso. Ah, genau. Hast du das mitbekommen? Es gibt tatsächlich einen neuen, und ich habe natürlich sofort auf der Wunschliste. Rated E10 for ages 10 and up. Das müssen wir kurz gucken. Patch geht weiter. Freue ich mich. Die Bolle. Wird sofort gespielt, wenn es da rauskommt. Und sie haben irgendwie, habe ich das Gefühl, rein grafisch und rein von Möglichkeiten noch ein bisschen was obendrauf gepackt. Ich weiß ja noch nicht, was es kostet.
Ja, der Cthulhu-Aspekt kommt immer mehr. Freue ich mich wirklich drauf. Noch irgendwas? Pneumata, warum habe ich das auf der... Egal. Nobody wants to die. Da war irgendwas auch toll dran. Habe ich auch mir diese Shows mitgekriegt und einfach alles gesucht, was dabei ist und dann auf die Wishlist. Und Deliver Us Home, klar, muss ich ja. Ich werde es auch spielen. Ich weiß auch genau, dass ich wieder an einer Stelle absolut ausrasten werde, aber egal. Ja, okay. Ja. So, letztes noch und dann können wir... Ah, sehr schön. Last of Us 2 habe ich gar nicht mitbekommen. Ne? Habe ich nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, warum. Was? Achso, das war schon. Fourth Reboot. Gut, da sind wir doch durch. Oh, so. War anstrengend. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht zu wenig Koffein heute. Oder ich bin auch sehr früh aufgestanden, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Also ich konnte gut schlafen, aber ich konnte dann nicht mehr einschlafen. Würde ich sagen, damit wir ein bisschen Dave machen können. Wäre nett, wenn er mal ein Abo da lassen würde. Auch auf dem anderen Kanal Milky 3 und 6. Ja. Und dann morgen ist die 99. Ne? Und ich habe immer noch keine Ahnung, was wir bei der 100 machen. Ob wir da überhaupt was Besonderes machen. Zeit hätte ich ja. Ich guck mal, ob ich was zauber. Ne? Okay. Dann bis morgen. Ne? Ciao.